entschiedenen Unterschiede. Denn wir haben hier ja nur Tagesgäste, während in den alten Schiffen ja mehr Tagesfahrten gemacht wurden. Das heißt, es ist nicht nur die Fahrt allein, sondern die Leute mussten ja auch verpflegt werden und übernachten, sodass also eine ganz andere Art der Flugzeuge waren. Guckt da schon, Flugzeuge, Luftschiffe waren. Ich freue mich, dass wieder ein Luftschiff mal da ist. Es könnte meinetwegen noch ein bisschen größer sein. Also ich meine, das ist natürlich klar, dass so ein Luftschiff wie jetzt Graf Zeppelin oder Hindenburg, die haben natürlich schon ein bisschen mehr gebracht. Die Leute blieben überall auf den Straßen stehen, so wie sie irgendwie das Luftschiff entdeckten. Wenn wir meinetwegen über Afrika gefahren sind, da kam es vor, dass Menschen irgendwie unten waren, die erschreckten so stark, die nahmen ihre Beine unter die Arme, gell, und gingen los, als ob der Teufel hinter ihnen der wäre. Wir haben oben zu sagen, normal. Die erste Luftschifftaufe war Flugbetriebs des neuen Zeppelins. Eine Idee von Thomas, dem Kapitän und den Passagieren. Viel Freude, viel Spaß. Allzeit ein guter Flug. It's really not comparable with the Hindenburg technology, and what happened with the Hindenburg and some other airships that they burned, this is really impossible, because we have a lifting gas, it's helium today, and that's an inertial gas, and that means it's totally undangerous, it's not flammable, and therefore this is totally safe. And by the way, also we got a certification like the airplanes, the commercial airplanes, so that means we had to fulfill all the safety aspects of commercial certification.